Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra. Heute sind wir wieder bei der Serie Socialize 2 vom Fat Quarter Shop. Ist das eine Serie und ich, die machen das in Englisch, ich mache das hier in Deutsch. Und wir sind heute bei dem Block 3, ist das schon. Was wir brauchen sind vier Farben. Stoff, ein Hintergrund, dreimal Print und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann bleib einfach dran. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Zuschnitt schon vollzogen und einige Teile von den einzelnen Segmenten schon vorbereitet. Wir haben hier vier Four-Patches, vier Flying Geese und dieses mittlere Segment. Die Four-Patches, die habe ich schon mal vorbereitet. Das sind Quadrate mit 1¼ Inch. Alle Informationen findet ihr natürlich wieder in dem kostenlosen Download in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein und ladet euch das runter. Der ist 3,5 Inch der Block und wir machen heute den 6,5 Inch Block. Und ich habe die gleichen Farben genommen wie hier, weil ich hatte genug davon. So. Wie das geht. Das ist die erste Sektion, da nehmen wir D und C, legen die rechts aufeinander und nähen die hier entlang mit 1¼ Inch. Das gleiche hier, ebenso hier entlang mit 1¼ Inch. Wir bügeln oder drücken die Naht zur dunklen Seite auch aus oder du kannst es auch auseinander bügeln. Und jetzt legen wir es so, dass diese beiden Nähte hier in der Mitte einrasten. Und jetzt wird diese Naht geschlossen mit 1¼ Inch, sodass es so aussieht. Und ich lege es mir jetzt so hin, dass die schöne Seite vom Stoff auf der Bügelmatte liegt, sodass ich von links bügel. Macht es hier ein bisschen auf, sodass ich hier in der Mitte ein Mini-Four-Patch habe. Und schneide mir das jetzt auf 2 Inch im Quadrat. Davon brauche ich dann 4 Stück. Die sind fertig. Dann nehmen wir uns ein Teil A und ein Teil E. Leg's mir so vor und leg mir das eine Quadrat in die rechte Ecke und zeichne mir diese Linie diagonal an. Und nähe, wie ihr schon vielleicht wisst, hier einen Stich neben der gezeichneten Linie entlang. So, ich schneide jetzt an, lege mir mein Lineal an und schneide von der genähten Naht jetzt 1¼ Inch ab und drücke es vorsichtig nach oben. So. Und wiederhole den Prozess mit dem gegenüberliegenden. Nur, dass ich die diagonale Linie in die andere Richtung zeichne, sodass es so eine Linie entsteht nachher. So, und auch hier schneide ich den 1/4 Inch ab, das von links aus, und schneide dieses Teil auf 2 × 3½. Ihr seht hier diese Diagonale, den 45-Grad-Winkel, den seht ihr hier. Und hier gibt es eigentlich nur Fäden abzuschneiden, hier an der Seite. Davon brauchen wir ebenfalls 4. So, wie ihr seht, von Zauberhand alles fertig. Im nächsten Schritt nehmen wir das Teil B. Das sind diese kleinen Rechtecke mit dem Hintergrund. Und nähen jeweils rechts und links ein Teil G an, was ich hier schon fertig habe.
Wenn das fertig ist, dann haben wir wieder ein Teil B und das Teil hier in der Mitte, das ist F. Da nähen wir auch jeweils rechts und links das Teil an. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, was hier kommt. Dieses hier, so. Dafür legen wir uns das rechts auf rechts. Jetzt möchte ich mir das pinnen, weil das, wenn das in der Mitte hier nicht so schön aussieht, dann ist das gleich sichtbar. Steck mir das hier an. Die jeweiligen Nähte werden hier zur grünen Seite gebügelt. Also hier zur Mitte und die anderen nach außen. So, und schließen die Naht jetzt hier mit einem Viertelinch, sodass das so aussieht. Und das gleiche machen wir hier unten. So sieht das Teil in der Mitte jetzt aus. Und jetzt bügele ich mir das einmal nach, jeweils nach oben. Also von der Mitte weg. So. Kann man das sehen? Ja, ich glaube schon. Also wir legen den Block jetzt mal aus. Ne? Das ist wieder ein klassisches Nine-Patch. So, jetzt muss das Blaue in die Mitte. So. Also zeigt nach unten zur Mitte hin so rum. Also wir fangen dann so rum an. So, und jetzt bügel ich mir das obere, die oberen beiden Nähte zur Mitte, diese nach außen und die wieder zur Mitte. Und jetzt ergibt es sich von selbst, dass ich das hier so rauflege, die Nähte einrasten lasse. Und nähe jeweils hier mit einem Viertelinch entlang. So sieht das aus jetzt. Also ich bügel mir erst von der linken Seite beide Nähte. So, und jetzt die eine nach oben und die andere nach unten. So sieht mein Block jetzt aus. Mal gucken, wie der kleine ist. Der ist genau so, so. Und jetzt schaue ich mal, ob er auch 6,5 Inch hat. Aber das kommt hin. Noch Kleinigkeiten. So, und wenn es dir Spaß gemacht hat, sehen wir uns beim Block Nummer 4 wieder, das ist der Block Nummer 3. Der ist auch schön, wenn man, glaube ich, wenn man ganz viel Raste verarbeiten will, dann kann man das hier auch anders machen noch. Alles bunt, eins so, eins so, eins so. Rot, gelb, grün, blau vielleicht zum Beispiel, die hier einheitlich. Und das in der Mitte kann man auch anders machen. Also den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Also Dankeschön fürs Anschauen und wenn du magst, lass gerne einen Kommentar da, ein Like, wenn es dir gefallen hat und du magst auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!